Hi, hier sind Patrick und Dennis vom Team Geisterruf. Heute haben wir unser erstes Interview geführt mit Hermann Dürselen. Das Thema war Transkommunikation. Es war sehr informativ und freut euch auf das Video. Korrekt. Erstmal vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Sehr gerne. Bei Hermann Dürselen. Heute machen wir ein Video zur Transkommunikation und ja, wird sehr spannend. Lassen wir uns überraschen. Genau. Wie sind Sie zu dem Thema Transkommunikation gekommen? Ja, also ich denke mir, wie die meisten Leute, die die Tonbandschirm eingespielt haben, nachher über die Sendung Unglaubliche Geschichten. Diese Radiosendung, die damals im Radio durch Rainer Holbe gesendet wurde. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sich da der Verein für Tonbandstimmenforschung vorgestellt hatte mit Stimmenbeispielen und natürlich dann behaupteten, das sind Stimmen von Verstorbenen. Ja, das war natürlich das erste Mal, dass ich da was drüber gehört hatte. Mein Vater war kurz vorher verstorben. Daher war die Sache für mich sehr frisch und ja, hat mich einfach dazu motiviert, die ganze Sache mal anzugehen. Um mal einfach zu gucken, ob da wirklich was dran ist, ob da ein doppelter Boden ist, was auch immer. Und nach einigen Tagen, Wochen der Erprobungszeit, nachdem ich alles Informationsmaterial vom VTF damals bekommen hatte, ja, hatte ich meine ersten Stimmenbeispiele. Zwar sehr dünne, aber man wurde beobachtet, man hat es gemerkt. Ja, dann haben Sie die ersten Ergebnisse gehört und ja. Waren Sie erschrocken oder positiv begeistert? Also Gänsehaut habe ich schon bekommen. Ja. Ja, aber da ich eigentlich davon im Grundsatz überzeugt war, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, nur einfach die Beweise dafür fehlten, habe ich mich ja dazu motivieren lassen und ja, wie gesagt, ich war schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein bisschen skeptisch war man ja immer. Das stimmt. Und sind es auch, dass Sie sagen, das sind persönliche Kontakte auch gewesen? Also war da jemals die Frage, ist das mein Vater? Habe ich natürlich nachgefragt, aber erst zu späteren Zeitpunkt. Also im Anfang war es mir einfach nur wichtig, ja, Stimmen einzuspielen. Egal von wem sie waren. Denn wenn eine Stimme von einem Verstorbenen rüberkommt, ich spiele die ein, dann gilt das für alle. Ja, also dann lebt mein Vater noch genauso, meine Mutter noch genauso und jeder andere Mensch, der verstorben ist, lebt dann auch. Also es ging sich praktisch nur im Anfang um den Beweis. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, diese Stimmen sind abrufbar. Und wie lange brauchen Sie, um solche Stimmen auszuwerten? Also wenn man jetzt eine Einspielung macht, meistens habe ich so eine Länge von 3 Minuten. Die Auswertung dauert dann schon, sage ich mal, 3 Stunden. Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Und vielleicht können Sie uns einfach erklären, wie das mit den Tonbandstimmen funktioniert und wie Sie vorgehen. Also damals habe ich ja angefangen mit der reinen Radiomethode. Aber die ist ja dann auf Dauer etwas in Verruf gekommen, weil vermutet wurde, dass dann durch diese ausländischen Radiosender dennoch deutsche Stimmen, deutsche Sender durchstoßen könnten. Dann hat sich der Verein natürlich auch entwickelt und dann hat Herr Bion den EVP-Maker entwickelt, wo man durch diesen EVP-Maker russische Sprache, die von vornherein rückwärts abgespielt wird,
durch diesen EVP-Maker wiedergibt über Lautsprecher. Die wird dann in Millisekunden zerhackt und dann wiedergegeben. Und diese nimmt man dann mit dem Laptop wiederum mit dem Audioprogramm auf. Und stellen Sie dann vorher Fragen? Ja, diesbezüglich stelle ich natürlich Fragen. Auch da muss ich sagen, hat sich meine Erkenntnis über die Jahre hin auch entwickelt. Heutzutage frage ich nicht mehr. Ich bitte einfach rein um einen Kontakt und man möchte sich bitte melden, denn direkte Fragestellungen sind eher abträglich. Okay. Also wie gesagt, lieber die Einspielung beginnen und sagen, liebe Freunde, ich bin der Hermann, bitte meldet euch, wenn ihr mir was zu sagen habt. Da kommen schon Stimmen. Da kann man sich also ganz bestimmt drauf verlassen. Und im Verein für Transkommunikation, ja. Da trifft man sich dann regelmäßig, spricht über die Thematik und ja, tauscht genau. sich aus. Ja, zweimal im Jahr sind Tagungen, jetzt leider wegen der Pandemie im Moment nicht. Natürlich, und dann werden dann Seminare abgehalten, zweimal im Jahr, wie ich sagte, und da werden auch Referenten eingeladen. Und ja, wie gesagt, auch die Vereinsmitglieder von selber bringen da ihre Erfahrungen ein. Gut. Können Sie uns Einspielungen zeigen? Ja, kann, natürlich, kein Problem. Hier ist jetzt die Stimme. Nun kann er mal lauschen, habe ich ja gesagt, von dieser Persönlichkeit. Ich ja. weiß nicht, darf ich den Namen ja, jetzt lass mal nennen? Mal raus. Lass ihn mal ja. weg. Auf jeden Fall fragt er dann. Und ich war ja gerade dabei zu rufen. Also ich war ja gerade dabei zu fragen. Und dann kommt denn danach, dann kann er mal lauschen. Entschuldigung, dann kann er mal lauschen. Und ich war ja gerade dabei zu rufen. Nochmal? Mhm. Und ich war ja gerade dabei zu rufen. Wahnsinn. Ne? Also diesen, nur kann er mal lauschen, ist schon ziemlich deutlich. Ja. Ne? So, und dann jetzt zum Beispiel habe ich dann hier eine Frauenstimme, die sagt dann, legt nur den Körper ab, legen nur den Körper ab. Habe ich gefragt, was passiert mit uns nach dem Tode? Und dann sagt diese Frauenstimme, legen nur den Körper ab. Nochmal vielleicht. Und dann hier vielleicht jetzt irgendwie, hörst du meine Stimme? Eine Männerstimme ist das. Ja? Und da kommen natürlich auch so einfache Worte rüber, zum Beispiel war auch mal eine Fernsehsendung gemacht worden hier, auch vom WDR. Und dann hatten wir uns so vereinbart, so jetzt machen wir Schluss. Hat der Kameramann dann drum blickt und da kam dann hier gleich Verabschiedung machen. Ja, verstanden? Ja. Hier gleich Verabschiedung machen. Und dann, ja, war noch dabei gewesen jetzt, Moment, ich muss eben mal ein bisschen scrollen, ja. Dann sind wir mal rausgegangen, haben gesagt, wir müssen mal ein bisschen eine andere Umgebung haben zum Filmen. Und da sind wir so ein bisschen hinten in die Landschaft gegangen und da kam ein Jogger entgegen. Und da kommt dann die Stimme, Joggen ist Wahnsinn, weil ich habe ja gesagt vorher, also Joggen ist nicht so mein Ding. Und daraufhin kam die Stimme, Joggen ist Wahnsinn. Also es sind ja auch Rückmeldungen, die so. Richtig Bezug haben, ne? Ja, ja, natürlich, die sollen ja auch bezugnehmend ja. sein. Das beweist ja auch die Echtheit der Tonbandstimme. Genau. Ja, wenn es irgendwie was gesagt wird, wo man keinen Bezug zu hat, ja, dann fängt man ja auch an zu zweifeln. Dann sollte man die Stimme lieber beiseite legen. Ja, also das ist schon interessant, dass da wirklich auch ein Wort mit Bezug kommt. Und hat das
dieses Hobby Transkommunikation, hat das Ihre Einstellung im Leben irgendwie berührt und verändert? Ja, total, natürlich. Ja, um das mal rein von der menschlichen Seite aus zu sehen, ist jeder Verlust eines Menschen natürlich schlimm. Ja, man sieht ihn nicht mehr, man kann nicht mehr mit ihm umgehen, man kann ihn nicht mehr umarmen. Wenn es ein ganz enges Familienmitglied ist, ist natürlich schon eine schwere Sache und ich will das auch gar nicht jetzt so vereinfachen hier, aber auf Dauer sollte einem doch wirklich, und dafür helfen ja gerade diese Thomann-Stimmen, die Gewissheit in der Seele keimen, ja, wir sehen uns wieder und du bist nicht tot. Du hast nur deinen materiellen Körper abgelegt und deine Seele ist in der diesbezüglichen jenseitigen Sphäre. Gibt also auch ein bisschen Trost, denke ich mal. Gibt auch Trost, natürlich, klar. Also wenn man dann, wenn ich schon die Grabinschriften lese, hier liegt in Frieden. Oder zum Beispiel, dass man wirklich traurig ist, dass diese Menschen verstorben sind. Ja, das ist man. Aber es gibt keine Ruhe im Jenseits. Das Jenseits ist kein Aufenthaltsort für Faulenzer. Im Jenseits ist immer etwas los. Unsere Entwicklung geht stetig weiter. Kann man Transkommunikation irgendwie beschreiben im Genaueren? Oder es gibt ja wahrscheinlich da unterschiedlichste Bereiche dieser Transkommunikation. Da gibt ja. Ja, machen viele natürlich auch diese Fernsehbilder. Ja, da gibt es natürlich auf jeden Fall. Aber ich muss zugeben, damit habe ich mich nie befasst. Ich habe mich immer rein auf die Tonbandstimmen konzentriert. Und damals war ja mal der Herr Schreiber, auch in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, der diese Videobilder veröffentlichte. Und die sind dann auch zuerst einmal stark in Kritik geraten, weil auch einige Fehlinterpretationen dort vorgekommen sind, wie auch bei den Tonbandstimmen selbstverständlich passieren kann. Aber auf die Dauer jetzt hat sich das doch schon entwickelt, muss ich sagen. Also da sind schon ganz positive Ergebnisse erzielt worden. Haben Sie auch mal einen Ratschlag aus dem Jenseits bekommen? Ein Ratschlag? Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also man, als Koch erlebt man ja immer was und da war ich natürlich auch schon mal auf Stellen, wo nicht so doll war. Und dann habe ich dann gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich gerade da, muss Familie ernähren und ne, alles. Und dann bekamst du auch schon mal drin, guck, dass du da wegkommst oder bleib nicht da oder die wollen dich loswerden. Also man merkt schon, die Jenseitigen nehmen am Leben teil, auf jeden Fall. Da bekommt man auch schon mal einen Ratschlag, ja. Jetzt haben Sie ja sich sehr mit der Thematik auch beschäftigt, mit Tonaufnahmen. Haben Sie die Antworten ausschließlich auf Tonaufnahmen oder gab es zum Beispiel auch sowas wie, wie ein Gedanke oder... Intuition meinst du vielleicht so? Nee, eigentlich wenig. Ja gut, Intuition hat ja jeder von uns, natürlich, auf jeden Fall. Aber natürlich, meistens ist es hier akustisch gewesen. Ja, Intuition haben wir ja alle. Ja, und das ist ja auch unser großes Problem. Wir nehmen sie ja seltenst wahr. Ja, wir meinen dann immer, meine eigenen Gedanken, mach mal weg, oder ist der Verstand. Ja, aber dass wir auch durch die geistige Welt inspiriert werden und motiviert werden und gefördert werden und unterstützt werden, ja, diese Wahrheit ist manchmal etwas schwierig anzunehmen, weil es einfach in unserer Welt nicht präsent ist. Und Sie haben die Internetseite lichtfahrt.net, die ich sehr interessant finde. Was war ausschlaggebend für diese Gründung dieser Internetseite? Weil ich einfach eine Möglichkeit gesucht, ein Ventil gesucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer im stillen Kämmerlein, so für mich alleine, ja, ist ganz gut. Ich habe mir jetzt da meine Erfahrungen angesammelt, aber möchte da nicht auch jemand dran teilhaben, denke ich mir. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, machst du diese Internetseite mit verschiedenen Beiträgen, Tonbandstimmenbeispiele, die da drauf sind, verschiedene ja, Berichte über das allgemeine spirituelle Leben und Dasein als Mensch. Ich kann sie nur empfehlen, die Seite. Ja, danke.
Im Freundeskreis, haben Sie da schon mal einen umgewandelt, also einen Skeptiker zur Überzeugung gewandelt durch diese Tonbandstimmen? Ja, wissen Sie, was traurig ist? Also man spricht ja viel mit Leuten und ja, die meisten, auch von meinen besten Freunden und Bekannten, ja, die lachen dann ein bisschen. Dann, ja, der Hermann mal wieder. Ne? Also da fange ich mit meinem Missionierungsgeist an, wenn dann einmal der Ball ins Rollen kommt und dann kann ich mich auch schwer zurückhalten. Ja, und die sind dann sehr skeptisch. Und wenn dann aber doch irgendwann mal etwas in der Familie passiert, dann erinnern die sich an Hermann. Und dann geht das Telefon, der Hermann, du machst das doch. Kannst du mir nicht helfen? Jetzt ist der und der gestorben und da werde ich schlecht mit fertig. Dann merkt man aber schon, es hat doch vielleicht irgendwo, der Samen hat sich auf jeden Fall festgesetzt. Und dann fragt man und ja, man muss sagen, wenn man dann eine Einspielung gemacht hat und die sind meist weg durch positiv gewesen, ja, war da der Trost auch da und die Beruhigung für die Person. Daran sieht man, wie wichtig das sein kann. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ist schade, dass der Mensch sich so wenig mit seiner Vergänglichkeit befasst. Es wird ja immer beiseite geschoben. Ich möchte auch nicht morgen sterben, obwohl ich weiß, ja, wenn ich tot bin, für mich wäre das schönste Erlebnis. Und wenn ich mich ein bisschen benommen habe in diesem Leben, geht es mir auch drüben ganz anständig. Und wir kommen ja auf jeden Fall wieder. Ich meine, das ist ja ganz klar. Die Sache ist noch nicht abgeschlossen mit diesem Leben. Wir haben noch viele Leben vor uns und haben schon viele Leben hinter uns gebracht. Denn wie könnte sich zum Beispiel ein kleines Kind, was gerade auf der Welt gekommen ist, so schnell mit unserer Welt zurechtfinden, mit unserer Technik zurechtfinden. Man ist ja manchmal ganz verblüfft, wie kleinste Kinder schon sich an technische Dinge oder an Materielles orientieren können und sagen, wo war der das denn jetzt so schnell? Der ist doch noch so klein. Ja, warum wohl? Weil der das ja alles schon in seiner Seele drin ist. Er hat ja schon gelernt aus den verschiedenen vorherigen Leben, was er jetzt im nächsten anstehenden Leben verwerten kann. Er kann sich zwar nicht mehr daran erinnern, so wie wir es alle nicht können, aber der Grundsatz ist ja nur in der Seele drin. Bei den Hilfeersuchen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, haben Sie dann Hausbesuche durchgeführt oder sind die zu Ihnen gekommen? Die sind zu mir gekommen. Also ist diese Tonbandaufstimmung oder das Ersuch von diesen Entitäten nicht am Ort gebunden, sondern wie man diejenigen herbeiruft oder anspricht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, also Tonbandstimmen sind überall einzuspielen. Also ich hätte auch genauso dahin fahren können zu meinen Bekannten. Aber meistens hat sich das alleine wegen der ganzen Equipment und so, hat sich das immer ergeben, dass das dann hier gemacht wurde. Also meistens fange ich dann eine Einspielung an mit einer Vorstellung, Angabe der Tageszeit, Wochentag, und wer sich bei der Einspielung befindet. Und dann möchten wir mit einer Bitte verbunden die Fragen stellen. Und dann ja, kommen diesbezüglich Antworten, hoffentlich. Was auch mal, um der Wahrheit Genüge zu tun, auch mal nicht der Fall sein kann. Weil gerade bei Verstorbenen, die gerade verstorben sind, ist es so, dass die noch nicht immer schnell ansprechbar sind. Kommt immer darauf an, wie ist derjenige verstorben. Ist er im hohen Alter ganz friedlich eingeschlafen? Hat er eine schwere Krankheit gehabt? Ist er verunglückt? Oder? Das hat alles damit zu tun. Ja, also so schnell geht dann ein Kontakt auch manchmal nicht. Aber er funktioniert. Oder man bekommt natürlich dann durch Dritte meistens eine Mitteilung. Zum Beispiel, er ist noch nicht wach oder er ist noch nicht da. Zum Beispiel, wo Diana verunglückt ist, hatte ich da natürlich direkt eine Einspielung gemacht. Das ist ja für jeden Tonbandstimmenforscher, denke ich mir, die Pflicht gewesen. Auf jeden Fall kam dann sofort die Stimme, lang kann sie nicht sprechen. Also, das heißt, sie ist ja auch in einem Schockzustand gestorben. Und dieser Schock
Zustand muss in der geistigen Welt erst einmal ausgeheilt werden. Können wir unterscheiden, ob es eine männliche, weibliche, kindliche, ältere oder junge Stimme ist? Ja, das kann man. Also ich habe auch schon mal für eine Mutter, der ihr Kind ziemlich früh verstorben ist, eine Einspielung gemacht. Und da kam dann eine richtige Mädchenstimme, die dann laut, also geschrien hat, sah die Mami. Aber da, man konnte wirklich, da war eine Kinderstimme, sah die Mami, ganz laut. Und sie hat auch die Stimme fakt wiedererkannt, als die ihrer Tochter. Ich glaube, das tut gut. Ja. In dem Moment. Und ja, die war wirklich sehr, sehr glücklich. Mhm. Sehr glücklich war die Frau. Also ist natürlich immer schlimm, ne? Wenn, ne? Ja, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ja, natürlich. Ja. Sie sagten ja, Sie haben ausschließlich positiven Kontakt gehabt. Ja. Weil viele Menschen ja auch sagen, oder die sich halt in dem Bereich irgendwie herumforschen, es gibt gute Entitäten, schlechte Entitäten, dämonisch. Sie hatten bei den Tonaufnahmen ausschließlich positive Aussagen? Immer. Oder? Immer. Immer. Natürlich gibt es auch Leute, die schlechte Erfahrungen haben. Wir müssen immer wissen, es gibt im Jenseits negativ wie positiv und es gibt schlechte Menschen, guten Menschen. Und es gibt auch diese sogenannten Fopp- und Lügengeister, die sich zuhauf drüben rumtummeln. Es ist als erstes angebracht, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen, zuerst hieß es, die Tonbandstimmenforschung ist eine rein technische Angelegenheit. So habe auch ich angefangen. Über die Jahre hinweg hat sich die Tatsache entwickelt, so ist es nicht. Auch ich habe damit zu tun. Auch ich bin irgendwo ein Medium dafür und muss mich einstellen und schützen vor solchen negativen Kontakten. Das heißt, zum Beispiel sich in Lichthöhlen eine Kerze aufstellen, ein kleines Gebet vorher sprechen und darum bitten, dass man aus dem positiven geistigen Reich Mitteilungen bekommt und das negative geistige Reich nicht zum Zuge kommt. Wenn man einfach so jetzt an die Sache rangeht, kann das schon mal Probleme geben. Kann, aber ich hatte sie noch nie. Das zeigt aber einfach, wie wichtig der Schutz ist. Ne? Ja, Stand der Schutz ist unheimlich wichtig. Ne? Genau. Hatten Sie aus dem Verein raus mit Ihren Mitgliedern da auch mal Gespräche gehabt bei negativen Erfahrungen, wo vielleicht der Schutz nicht aufgebaut war oder die falsche Ansprache vorgelegt? Ja, natürlich gab es immer wieder welche, die sagten, boah, da bin ich dann auch ja, in der Fäkalsprache angesprochen worden und so. Natürlich, aber die sind ja meistens so, ja, so versiert. Diese Einspieler, den macht das nicht, die wissen, worum es geht. Ja, aber wie gesagt, auch da liegt der Fehler vor, halt, man ist ungeschützt irgendwo reingegangen. Und dann trifft man auch mal auf ein paar böse Burschen. Das ist auf jeden Fall so. Man hat ja auch mal eine Frau ein Buch geschrieben, die ist nachher irrsinnig geworden. Die Frau, die ist in der Klapsmühle, sagen wir mal, gelandet, weil sie nicht mit beiden Beinen auf der Erde stand. Das ist hauptsächlich der Fall, wenn so Leute dann einfach Tonbandstimmen oder dieses Gläserrücken und Tischchenrücken und so, du sprichst dadurch nur negative Geistwesen an. Wenn man mal die Statistiken liest in Deutschland, wie viele Selbstmorde geschehen, wenn die dann mit ihrem Tischchen dran sind, bestehe ich das Abitur? Nein, bring die um. Das ist nicht nur ein Fall, das sind mehrere Fälle, Entschuldigung, in Deutschland, wo nur das passiert ist. Gerade so Beschwörungen mit etwas Gläserrücken und dieses ja, Hexen. Ja, natürlich, weil da meistens die erdnahen Bereiche angesprochen werden. Und ja, das kann dann schon mal bös ausgehen. Genau. Also man sollte sich schützen, man sollte gefestigt sein. Ja. Ich denke aber, es ist auch ein Hobby, was gerade junge Menschen vielleicht auch einsteigen sollten, die daran Interesse haben. Was wäre der beste Einstieg, um dieses Hobby auszuüben? Sich erstmal über die Gegebenheiten informieren.
durch geeignete Literatur, durch Leute, durch Thomann-Schimpf-Forscher, die das schon längere Zeit betreiben und sich dann auch eben an angesagte Regeln halten. Also das ist unheimlich wichtig. Man muss schon wissen, was erwartet mich, wenn ich jetzt einen Jenseitskontakt aufbauen möchte. Was kann passieren? Und ich muss mich, wie wir eben schon besprochen haben, dadurch eben schützen, meine Seele, und natürlich gucken, ja, dass ich mich an die Grundregeln halte, die im ganzen Leben auf uns ja zutreffen. Also herrschen auch in der anderen Welt Gesetze und Regeln, die dort eingehalten werden müssen? Ja, natürlich. Das ist ja verständlich. Klar, da auf jeden Fall ist das so. Glauben Sie auch, dass da eine Hierarchiestruktur herrscht? Oder wie könnte man sich das vorstellen? Es kommt darauf an, Hierarchie in dem Sinne, in welcher Sphäre du dich befindest. Gerade die Sphären sind ja sehr wichtig in der geistigen Welt. Es gibt Sphären halt, die ja, besser und schlechter sind. Und man sollte halt gucken, dass man dann halt wirklich nicht unbedingt zu den Niedrigen. Und da gibt es auch mit Sicherheit Gesetze, wo man sich dran halten muss in der geistigen Welt. Man darf ja auch nicht tun, was man will. Du hast zwar deinen freien Willen drüben noch, genau wie hier, aber auch da gibt es natürlich Regeln und Vorschriften. Also gibt es sowas wie Großstädten, die angenehmeren Vierteln und halt eben die schlechteren Vierteln? Oh ja, die gibt es. Aber ganz bestimmt gibt es die. Ja, natürlich, wie sagte Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Was heißt das? Also, dass es da drüben Sphären gibt, wo man die eingeteilt werden und je nach unserem Entwicklungsstand, seelischen Entwicklungsstand, werden wir in die diesbezügliche Sphäre eingegliedert. Ohne Wenn und Aber. Nach unten können wir immer mal einen Besuch machen, möchten sie aber gar nicht. Denn wer geht schon gerne in eine Kneipe rein, die verraucht ist und wo nur getrunken wird und ja, wo also wirklich nur das Negative ist, geht ja auch keiner gerne hin. So müssen Sie sich das jetzt mal ein bisschen bildlich vorstellen. Nach oben kommst du nicht. Man kann jetzt nicht sagen, du, jetzt gehe ich mal eine Sphäre höher. Das hört sich jetzt sehr plastisch an, aber man kann sich nicht von der Sphäre, die man eingenommen hat, nach oben. Man sagt, ich gucke mich da jetzt mal um, sage ich mal einfach. Oder wie schön ist der jetzt, oder ich habe da Bekannte oder Freunde, die sind ein, zwei Sphären höher. Geht nicht. Nach unten geht immer, aber nach oben nicht. Also das, da ungefähr, muss ich, also das ist ungefähr so, wie als 50-Jähriger möchte man nicht auf einer Party sein, wo 15-, 16-Jährige quasi abfeiern. Ja, genau. So, wenn Sie es so sehen, ja natürlich. War ein guter Vergleich. Man schaut sich das gerne mal an, aber man muss da nicht dauerhaft. Nein, nein, und nach unten will kein, also möchte ich nicht. Also kann ich mir nicht schön vorstellen. Weil diabolisch, also nee, möchte ich einfach nicht. Okay, und unsere wahre, unser wahres Alter erfahren wir quasi erst, wenn wir unsere leibliche Hülle verlassen. Also, Sie können sich, wenn die leibliche Hülle verlassen, werden Sie in die Sphäre, wie gesagt, eingegliedert. Und dort können Sie sich bis an die letzten 4, 5 Leben, die Sie hatten, zurückerinnern. Darüber hinaus nicht, weil es keinen Zweck macht. Was interessiert mich mein Leben vor 20 Jahren? Mich interessiert auch nicht mein Leben am zweiten Tag, wo ich gelebt habe. Ist auch uninteressant für mich geworden. Also an den letzten 3, 4, 5 Inkarnationen kann man sich daran erinnern und sieht da auch den seelischen Entwicklungsprozess. Man kann ja steigen und fallen. Ist ja nicht immer so, dass man immer nur nach oben geht. Ne? Und da kann man sich dann schon einen Überblick verschaffen, wie habe ich mich entwickelt, hat alles funktioniert, was ich mir vorgenommen habe für mein Leben. Denn man geht ja auch mit einem bestimmten, ja, mit bestimmten Voraussetzungen ins neue Leben. Und die möchte man auch gerne umsetzen, soweit es eben geht. Und um dieses Hobby oder diese Sucht vorzuführen, muss man da viel Geld investieren oder kann man das mit einfachen Materialien quasi versuchen nachzuahmen? Natürlich ein bisschen Geld braucht man immer, halt für das Equipment zu kaufen, halt für einen Laptop, vielleicht diesbezügliche Software, aber die Software Audacity zum Beispiel ist auch umsonst. Ich habe mir damals mal das sehr teure Cool Edit
mal gekauft, hat auch 400 Mark gekostet damals, zu D-Mark-Zeiten noch, weil ich so verrückt danach war, braucht man nicht. Und heutzutage gibt es zum Beispiel Audacity, ist wunderbar. Ja, und natürlich braucht man nicht Kopfhörer, mal eine Festplatte, aber ansonsten auch nichts Großartiges mehr. Und der Verein für Transkommunikation, der gibt aber Unterstützung für Neueinsteiger und Sie auch über die Internetseite lichtfahrt.net. Auch aufrufbar, ja. Sehr gut. Genau. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Gerne doch. Und ich hoffe, dass wir damit Leute erreichen, die dann demnächst Transkommunikation betreiben. Ja, super. Danke.